Hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Improvisier. Und ja, ihr habt's ja wahrscheinlich gestern schon mitgekriegt. Meine TV-Karte spinnt leider immer noch ein bisschen. Ich weiß zwar noch nicht genau, woran es ist, aber ich tue mein Bestes, um das Problem jetzt dann behoben zu kriegen. Beziehungsweise tue ich heute auch schon den ganzen Tag rum und jetzt muss ich ja doch langsam mal irgendwas aufnehmen, damit ihr nicht auf euer Video verzichten müsst für heute. Und spontan habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, jetzt machst du dir mal keine großartigen Gedanken, wunder was, jetzt bin ich einfach mal Mainstream und mache einfach mal eine Folge Happy Wheels. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr das gerne sagen, aber das ist jetzt wirklich nur wieder ein Let's Improvisier, wie gestern Slender ja auch. Und da es jetzt aber helllichter Tag ist, lohnt sich Slender auch nicht. Deshalb einfach jetzt mal Happy Wheels. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal Play, Featured Levels. Und was nehmen wir denn? Ja, nehmen wir doch gleich das erste hier. Ist ganz was Neues. A love story of a couple splitting up and going two separate ways. Only to be reunited once again at the end and find true love. Na, wenn das mal nicht romantisch ist. Da schauen wir doch gleich mal rein ins Level und ich habe jetzt die Stoppuhr gar nicht vorbereitet, aber das ist ja auch egal. Muss ich das also ein bisschen im Auge behalten. So. Gut. Müssen wir jetzt absteigen? Okay. Und da hat sich Happy Wheels aufgehängt. Das... ja. Ja, okay. Jetzt dachte ich schon. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie... Wo muss ich denn jetzt lang? Oh. Also das ist ja auch unsittlich. So geht's ja nicht, aber... Komm schon. Komm schon, komm schon. Komm, jetzt steig doch von dem blöden Fahrrad ab. Oder Motorrad oder was auch immer. Und da hat er sich auch schon den Arm abgerissen und... Press C. Und jetzt? Ach so, ich soll den Hebel ziehen. Okay, verstehe. Hui. Komm schon. Nein, nicht rückwärts, vorwärts. Oh, fängt ja schon mal gut an. Nee, also jetzt hat er sich den Arm abgebrochen. Komm, wir haben's doch gleich. Wir haben's doch gleich. Los! Jetzt! Ich glaube, da bin ich von der Steuerung her nur einfach zu blöd dafür. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal ein anderes Level. Eins, wo wir vielleicht auf unserem Fahrzeug bleiben dürfen. Und jetzt haben wir gleich noch mehr neue Levels. Strings. The Sequel. Dann sehen wir uns doch das hier auch noch an. Und wir dürfen uns sogar einen Charakter aussuchen. Dann kann ich euch mal die Charakter zeigen. Es gibt hier den Rollstuhl-OP, den Segway-Typen, der Vater mit seinem Sohn, den komischerweise alle Let's Player, die das Spiel spielen, Timmy nennen. Dann gibt es eine fette Frau beim Einkaufen. Die beiden kennen wir ja schon. Ein afroamerikanischer Einwohner auf einem Rasenmäher. Indiana Jones in einem Minenkarren. Den Weihnachtsmann. Und einen Typ auf einem Pogo-Stick. Und ich würde sagen, wenn wir uns schon mal einen Charakter aussuchen dürfen, nehmen wir doch hier die Fette mit den Einkäufen. Nicht, dass ich irgendwas gegen fette Menschen hätte. Aber ich meine, Klischees hin oder her, dass sie nicht die dünnste ist, sieht man jetzt auch nicht mehr. Das ist die neue Weight Watchers Diät. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach gleich nochmal. Und diesmal weichen wir einfach aus. Upp. Pass mal auf deine Einkäufe auf.
Aufpassen. Oh. Das war knapp und jetzt haben wir. Spaghetti haben wir noch. Wir haben. Keine Arme mehr, aber ich glaube, wir werden die Milch retten. Ja, wir retten die Milch nehmen wir mit. Die Milch nehmen wir mit und den einen Arm auch und wait. Oh. Nehmen wir doch mal einen anderen Charakter. Den Rollstuhl-Opi. Der hat übrigens einen Düsenantrieb an seinem Rollstuhl. Wie es alle modernen Opis heutzutage haben. Aber dem geht Opi voll ab. Oh, fahr rückwärts. Schnell, 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 schnell. Und jetzt. Da. Schnell, 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 schnell. Nein, warte doch! Auf die Weise kann ich euch wenigstens mal die ganzen Charaktere zeigen. Hier haben wir noch den Typen auf dem Segway. Der kann auch schön springen. Schnell, schnell, schnell und jetzt schnell und wir haben schon erfolgreich einen Fuß verloren. So, diesmal langsam, langsam. Na, es geht doch. Und hier rauf. Und ich habe Angst, was jetzt gleich passiert. Ich war's nicht. Life and Death. Und wir haben diesen Level geschafft. Was können wir da? Pokémon Training. Das ist doch was. Und wir dürfen uns sogar aussuchen, mit wem. Dann machen wir doch mal hier weiter mit dem Vater und Timmy. Dann nenne ich ihn jetzt einfach auch Timmy. Wenn ich schon Mainstream bin, dann aber vollkommen. Und hier haben wir Pikachu. Uiuiui. So. Und Beefcake. Gut, den Level. Er hat seinen Helm verloren. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gleich kommt die Polizei und wird anhand von zwei Wassermelonen demonstrieren, was passiert, wenn man keinen Helm aufhat. Und danach wird Pummeluff kommen und die Polizisten über den. Oh, fahr doch! Diesen Level habe ich sogar schon mal gespielt, wenn ich mich nicht irre. Weil ich das Spiel ja auch so mal ein bisschen schon gespielt habe. Und wir haben Timmy verloren. Naja, tschüss Timmy. Und, oh nein! Pedobär! Und jetzt geht's zum Final Showdown. Und ich glaube, es geht noch mal runter. Ja, genau. Und jetzt hat er sich das Genick gebrochen. Und das Tolle bei diesem Spiel ist, man kann sich im Grunde so ziemlich alles brechen, nur Kopf ist immer ganz blöd. Der Kopf, wenn ab ist, das ist immer nicht so gut. Dann nehmen wir mal hier den Typ mit dem Rasenmäher. Und dann schauen wir mal, ob der mehr Glück hat. Nein, 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 wir schaffen es noch. Hier, passt der da überhaupt durch? Ja, der passt da durch. Der passt überall durch und jetzt Beefcake. Beefcake. Das Tolle am Rasenmäher übrigens, um das mal zu zeigen, fahr doch mal ein Stück rückwärts. Damit kann man auch super sauber machen. Jetzt vorsichtig, dass er sich hier nicht den Kopf an Maschoks Arm bricht. Oder die Arme. Hui, Laola-Arme. Schnell, schnell, schnell. Pommeluff is coming. Vorsicht, Vorsicht. Und hier jetzt bremsen. Diesmal gehen wir das hier etwas feinfühliger an. Tschüssi. Oh, jetzt haben wir hier den
ganzen Mist aufgeladen. Das will doch keiner. Erstmal sauber machen. Erstmal hier schön alles sauber machen. Und nicht den Kopf brechen beim Runterfahren. Und das war knapp und das noch viel knapper. Und ich glaube, nein, wir stecken nicht fest. Dann kommt wieder der Pedobär. Hallo Pedobär, ich würde dir ja winken, aber ich habe nur noch einen Armstumpen und einen Arm, der etwas ungesund da hängt. Und dann gehen wir runter zum Final Showdown. Okay, das dürfte mit dem Rasenmäher-Typen eigentlich relativ einfach sein. Da stellen wir uns jetzt so hin. Das ist einfach schon passiert. Also der Final Showdown ist gegen Mewtwo. Und Mewtwo müsste eigentlich diese ganzen Leichenteile hier verschießen, aber das hat es jetzt anscheinend schon gemacht. Naja gut, dann haben wir diese Herausforderung auch überstanden und Theme Song starts to play. Einen Moment. Ich muss hier mal ganz kurz... Kann ich hier das Bild irgendwie freezen? Ich werde es rausfinden. Wenn nicht, dann seht ihr das halt jetzt auch schnell. Dann schaue ich doch mal kurz, dass wir hier ein wenig Atmosphäre haben. Das hätte ich eigentlich ganz am Anfang abspielen sollen. Naja. Jetzt steht das hier natürlich auf Englisch, aber was soll's. Yay, gewonnen! Das hätte mir aber auch mal früher einfallen können. Ist halt echt blöd, weil hier keine Musik im Hintergrund spielt. Aber gut. So, dann haben wir dieses Level auf jeden Fall geschafft. Und wagen uns mal hier an so ein paar Level, würde ich sagen. Hier kann man nämlich auch nach Rating sortieren und dann spielen wir doch mal einfach hier irgendeins. Ist im Grunde ja egal. Da spielen wir doch einfach gleich das ganz oberste, The Crusher. Crush the Vans and the other people, have fun. Ui! Ah, okay. Ich verstehe schon. Also, wir halten uns jetzt einfach hier in diesem Ding fest und dann hui! Und das Glas natürlich auch noch. Climb over the wall. Das machen wir natürlich gerne. Und auf der anderen Seite wieder runter. Ich glaube, ich habe da schon... Ja, ich habe da schon was gesehen. Hallo, ihr alle. Wie geht's euch denn so? Habt ihr einen schönen Tag? Ach komm, den da hinten nehmen wir auch noch mit. Komm, komm mit. Komm auf die dunkle Seite. So, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Ah, jetzt haben wir die verloren. Und den dann nehmen wir dafür den Weihnachtsmann mit. Ach, und da ist eh schon das Ziel. Los, alle zusammen ins Ziel. Ich glaube, dafür muss ich loslassen. Ja. Und wir haben es geschafft, Mann. Das war ein schweres Level. Dann probieren wir doch das hier auch noch. Mission Kill Justin Bieber 2. And escape successfully. Oh, another... Well, simple. You must kill Justin Bieber. You will have to watch out for his security. This is not easy, but as long as I know you, I would say you are a professional. Good luck. Your boss. Okay. Wir sind hier wohl in einem richtigen Adventure. You're not a VIP, so get the hell out of here. Hier hast du meinen VIP-Pass. Und... Oh! Pass auf, nicht, dass du dir wieder das Genick brichst. Ach nein, das war ja gar nicht der. Slow.
Hier kann ich aber nicht slow durchfahren. Und noch einer. Show me your. Oh, schon weg. Schade. Der Weihnachtsmann! Was ist denn hier los? Gibt's hier was umsonst? Und. Hoppa! Oh! Nicht so schlimm, dass. Ja. Und so. Schubserchen! Muss ich jetzt auch da runter? Oh, jetzt hat er sich doch die Beine beim Runterfallen abgebrochen. So, danke fürs Vorbeilassen. Ihr auch. Und da haben wir auch schon das Ziel erreicht. Okay, der war jetzt eher kurz. Epic Escape the Box. Wie sind wir denn zeitlich? Ich glaube, wir überziehen schon ein bisschen. Ist ja egal. Also den Level spielen wir auf jeden Fall noch. Get out of the box before you... Before the cannon kills you. Schnell, schnell, schnell! Geh raus, geh raus, geh raus! Wir haben es geschafft! Okay, das war jetzt auch nicht so schwer. Ich würde sagen, machen wir noch ein Level. Hold space until you grip the vehicle, then use the up and down arrow keys to move in space to the float. Oh! 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 Juhu, wir haben Level 1 geschafft. Und jetzt... Ach, das ist doch dieses... The hardest game of the world, oder wie das heißt. In Happy Wheels umgesetzt. Und Game Over. Gleich nochmal! Oi! Uiuiui, hier sollte man vielleicht etwas langsamer und vorsichtiger, aber das passt doch nicht zu Happy Wheels. Karambolage. Huh. Und die... Vorsicht, Vorsicht! Hit the orange to increase difficult. Nö, dann hitten wir das lieber nicht. Oder, was passiert dann? Dann macht's ein komisches Geräusch. Okay. Achso, das hätte ich jetzt antippen müssen, bevor ich den Level mache. Dann machen wir es dieses Mal. Oh. Okay, das ist aber noch nicht so schwer. Da oben ab und jetzt da oben rum. Und hier. Hä? Wie soll das denn gehen? Ja, Problem. Will mich der Level jetzt trollen? Ja, definitiv. Und jetzt? Oh. Vorsicht. Vorsichtig. Ui. War ich nicht, war vorher schon kaputt. Okay, dann jetzt hier noch durch und langsam. Oh, das ist knifflig. Ah, geht aber noch. Ich glaube, wir haben es gleich. Jetzt? Ah, jetzt. Yay, wir haben es geschafft. Naja, okay, das soll jetzt mal so ein kleiner Einblick sein. Oder machen wir noch ein Level? Ach komm, eins geht leicht noch. Ein Boss Show. Dann überziehen wir halt jetzt. Ja, ja, ja. Problem while loading the level. Und gleich nochmal. Ein Boss Show. Das Spiel ist übrigens kostenlos. Ich kann ja mal verlinken, wo ihr das spielen könnt. Während ich hier Bälle in Löcher schmeiße und normalerweise töte ich mich sowieso immer gleich beim ersten Mal. Here's some text used. Okay. Mehr Bälle! Juhu! Und, gewonnen!
Okay, das soll jetzt aber reichen fürs Erste. Eigentlich hatte ich dazu ja noch einen letzten Test geplant. Das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Irgendwann. Aber das war jetzt halt alles wieder ein wenig spontan, weil ich ja eigentlich Dark Souls aufnehmen wollte und das ging ja wieder mal nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt mein Möglichstes tun, bis nächstes Wochenende das Problem gelöst zu kriegen und hoffe trotzdem, dass euch das Video so gefallen hat. Und wünsche euch jetzt noch viel Spaß, euer Paku, und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann!